Also das Studium hat bei mir einen direkten Einfluss auf die Rollengestaltung als Führungsperson. Also ich konnte mit erfahrenen Dozenten jetzt erfolgreich mich das Praxis- und Forschungsprojekt durchführen. Und mittlerweile ist es bei uns im Betrieb auch so, dass das Wissen wirklich auch in der ganzen Gruppe genutzt wird. Und da freut mich auch, dass da also durch da gesehen, die Praxis einen direkten Nutzen von dem Studium und die bereue da die Investition nicht. Was hat denn da bei dir für einen Einfluss auf die Rollengestaltung? Meine Rolle als fachliche Führungsperson hat sich schon auch verändert. Also ich kann zunehmend entscheiden oder mindestens maßgebend mitbestimmen, in welche Richtung sich der Pflegedienst von meiner Institution entwickelt und bewegt. Also es ist unter anderem auch der Argumentation und der Diskussionskultur, die wir entwickelt haben, im Studium zu verdanken, dass eben die Positionen klar können bezogen werden und mit Bestimmung überhaupt kann stattfinden. Ja. Ja, neben dem Austausch mit unseren Dozierenden haben wir ja auch immer einen Austausch mit den Studierenden, also in dem individuellen Mentoring. Und ich denke, das ist für mich auch ganz wichtig. Daraus heraus haben wir ja immer auch gelernt, ein prägnantes Fazit zu ziehen. Zum Beispiel, ich kann mich erinnern, das Gesundheitsprüfungsgesetz, da haben wir gelernt, ein Statement abzugeben oder eine klare Position zu beziehen. Und das ist für mich als Führungsperson auch enorm wichtig. Also, bei Entscheidungen können klar Argumentationen liefern und ich denke, das ist auch wichtig, um auch können, die Pflegepraxis entsprechend weiterzubringen mit solchen prägnanten Statements. Und das Netzwerk in der Klasse, das ist für mich auch zentral. Also man muss sich so einen Schultag manchmal vorstellen wie einen Marktplatz mit Literaturtipps, den persönlichen Erfahrungen der Einzelnen, aber auch einem speziellen Fachwissen, das alle mitbringen. Ich habe erst gerade kürzlich von einer Mitstudierenden zum Thema Patienteninstruktion ganz wertvolle Informationen bekommen, die ich gerade eins zu eins umsetzen konnte in meiner Praxis. Ja, das geht mir wirklich auch so. Ich denke, die Mitstudierenden die haben ja alle ganz interessante Themen, die sie daran arbeiten. Da bauen sie ja viel Erfahrungswissen, aber auch Expertisen auf. Und die Themen sind jetzt für mich im Moment gerade nicht so wichtig, aber da kann über das Studium hinaus ja dann auch wichtig werden, oder wo ich dann auch wieder andocken kann oder auch vielleicht mein Wissen zur Verfügung stellen. Also das ist für mich auch ganz ein wichtiges Netzwerk, das wir hier aufbauen haben. Ja. Im Moment ist eine meiner wichtigsten Erkenntnisse aus dem Studium die Bedeutung der Führungsrollen auf die Pflegequalität. Also dass mit Vorbildfunktion, einer klaren Führung und Transparenz kann die Pflegequalität positiv beeinflusst werden, das hat mich schon beeindruckt.